Ihr wisst, dass ich gerne Kommentare lese. In den meisten Kommentaren habt ihr mir geschrieben, wann machst du endlich Hammer von Thor? Also Leute, wir haben ja schon mal einiges gemacht. Zum Beispiel im letzten Video haben wir ein Panzergeschoss gegossen. Auch ein Captain America Schild haben wir gemacht. So ein Thor-Hammer wird sicherlich nicht einfach. Aber wir haben beschlossen, das trotzdem zu machen. Zuerst müssen wir aber ein Thor-Hammer aus Holz machen. Thor-Hammer ist ja nicht einfach nur ein Hammer. Die ganzen Muster mussten wir natürlich auch mit reinschneiden. Und zum Schluss haben wir natürlich ein echtes Thor-Hammer vor uns. Ein richtig cooles Ding geworden. Der Thor-Hammer ist so konstruiert, dass das ganze Gewicht oben ist. Wenn man mit dem draufschlägt, muss man gar nicht so viel Kraft aufwenden. Durch das Gewicht wird der Schlag sehr stark. Wir haben uns echt Mühe gegeben, so originaltreu nachzubauen, wie es nur möglich ist. Ich hoffe, ihr unterstützt uns mit einem Like und schreibt ein nettes Kommentar unten drunter. Weiter habe ich einen Link zu meinem neuen Kanal in Videobeschreibung gepackt. Einfach draufklicken und meinen neuen Kanal abonnieren. Wie ihr das sehen könnt, haben wir ihn auch aus zwei Hälften gemacht. Eine Hälfte werden wir jetzt gebrauchen. Wir legen ihn in die Form rein, oben drüber kommt unsere Mischung. Seht ihr das, wie schön das geworden ist? Jetzt müssen wir nur noch das zweite Teil drauflegen. Wenn man ihn in einem Stück pressen würde, wird das nicht funktionieren, Leute. Diese aufwendige Arbeit muss unbedingt sein, um ein ordentliches Ergebnis zu bekommen. Nachdem unsere Mischung getrocknet ist, müssen wir es wieder trennen. Wie ihr das seht, haben wir unser Thor-Hammer getrennt. Jetzt wird es spannend, dieses Thor-Hammer aus der Mischung rauszubekommen. Was wir nicht alles probiert haben, wir haben sogar Schrauben reingeschraubt. Unser Thor-Hammer wollte einfach nicht raus. Und ja, endlich Leute, er ist endlich rausgekommen. Sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt müssen wir nur noch Löcher reinmachen. Wie ihr das seht, haben wir auch ordentlich große Löcher reingemacht. Auch Löcher zum Entlüften haben wir drin. Wichtig ist es, dass unsere komplette Form ausgefüllt ist. Es wäre echt schlimm, wenn wir irgendwelche Löcher in unserem Hammer hätten. Also Leute, es ist alles bereit. Jetzt werden wir unseren Ofen anschmeißen und Aluminium schmelzen. Wir brauchen echt eine Menge von Aluminium, ungefähr um die 7 Kilo. Aluminium ist ein leichtes Metall. Ich habe trotzdem Angst, dass uns Aluminium einfach nicht reicht. Leute, das war jetzt wirklich anstrengend. Nicht nur mental, sondern auch physisch. Ich hoffe, dass sich die Form komplett gefüllt hat. So Leute, ich glaube, dass sich jetzt alles abgekühlt hat. Boah Leute, wir schaffen es einfach nicht, das obere Teil abzunehmen. Wir haben jetzt alles versucht. Wir mussten unseren Thor-Hammer wirklich ausbuddeln.
Boah, Leute, schaut euch den mal an. Bis jetzt sieht es aber gut aus. Wir müssen ihn jetzt nur noch fertig machen. Und dann natürlich testen. Boah, Leute, wir haben echt ewig gebraucht, diese ganzen abstehenden Teile abzuschneiden. So viele Flexscheiben sind kaputt gegangen. Wir haben echt eine geile Gussform gemacht. Schaut euch den Aluminium nur an. Für das komplette Abschneiden und Abschleifen haben wir über 2 Tage gebraucht. Für den Handgriff haben wir Ewigkeiten gebraucht. Und zur Finale habe ich beschlossen, dass unser Torhammer glänzen soll. Also richtig spiegeln, meine ich. Und Leute, wie sieht er aus? Richtig cool, oder? Den werden wir auch gleich testen. Also Leute, ich bin echt glücklich, dass uns alles gelungen ist. Wenn man ihn nach oben schwenkt und dann runterschmeißt, entwickelt sich so eine gewaltige Kraft, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also Leute, schaut einfach zu, was gleich passiert. Wir stecken eine Gurke rein. Heftig, Leute, ich habe mich nicht mal angestrengt. Thors Hammer hat die Arbeit selber gemacht. Also Leute, schaut weiterhin. Ja, das ist eine Wassermelone. Heftig, heftig, Leute. Und wirklich, ich habe gar keine Kraft eingesetzt. Ich habe nur ein bisschen Angst gehabt, dass unser Handgriff abfallen könnte. Wie damals mit der Aluminium-Axt. Dieses Mal haben wir aber richtig dickes Handgriff. Boah, die Kokosnuss wurde einfach pulverisiert. Und jetzt kommen wir zum was anderem. Na Stefan, hilfst du uns? Der Stefan hat immer noch unseren Schutzhelm auf. Auch wenn der Stefan schon einiges gewohnt ist, als Stuntman muss er das schließlich, trotzdem hat unser Torhammer erheblichen Schaden zugeführt. Schaut euch das an, Leute, es ist hier alles kaputt. Jetzt weiß ich, warum Thor so ein cooler Typ ist. Der Stefan hat schon lange nicht mehr so viel auf dem Schädel bekommen. Also Leute, ich bin echt gespannt, was wir noch alles damit anstellen werden. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich noch alles mit diesem Torhammer zerstören soll. Ich würde mich sehr freuen. Liked das Video, Leute, abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Teilt es unbedingt mit euren Freunden und bis bald.